Bitte anschneiden für Colin McRae Rally 3. Anhand der weit fortgeschrittenen PS2-Version erklärte uns Codemasters Lead-Designer Guy Wilde auf der E3 die wichtigsten Neuerungen der Rennspiellegende. Während Konsolenfans bereits ab September durch die Gegend schlittern, dürfen PC-Besitzer leider erst Anfang 2003 in den feuerfesten Rallye-Anzug schlüpfen. Das ohnehin schon sehr ausgefeilte Schadensmodell von Teil 2 hat Codemasters noch weiter verfeinert. Hier haben wir bereits Heckscheibe und linke Seitentür verloren. Auch die rechte sitzt nicht mehr sonderlich sicher in der Verankerung. Erstmals in der Serie wird es in Colin 3 einen echten Karrieremodus geben. Dabei übernehmen sie die Rolle von Colin McRae persönlich und treten einen 3-Jahres-Vertrag beim Ford-Team an. Hier sehen Sie eine erste, noch unvertonte Zwischensequenz, in der Sie das Rallye-Leben auch abseits der Rennstrecken kennenlernen sollen. Spektakulärste Neuerung sind jedoch die neuen Wettereffekte, die bereits in der Außenperspektive nett aussehen. Sobald Sie sich direkt ins Cockpit setzen, erfahren Sie so authentisch wie nie zuvor, was ein Regenschauer während einer Rallye für Auswirkungen hat.